Na, wer hat sich das gestern angetan? Hart aber fair, warum man die AfD denn verbieten sollte? Wollen wir uns mal ein paar Argumente anhören? Ich fange am besten an mit der Ruth Moschner und mit dem besten Statement überhaupt. Gönnt euch mal. Aktuell ist es so, meine Freundinnen sprechen zu mir und sagen, ich habe Angst in diesem Land. Ich überlege auszuwandern. Andere fragen mich, kann ich in diese Region noch fahren? Sind da viele Rechtsextreme? Wer kennt sie nicht, diese Freunde, die jetzt Angst haben vor diesen Rechtsextremisten und am besten Deutschland verlassen wollen würden, wegen den Nazis da draußen? Frau Moschner, helfen Sie mir mal bitte weiter. Wo sind denn diese Gegenden mit diesen ganzen bösen Rechten? Da würde ich gerne mal hingehen. Oder hören wir mal die Frau Güler an von der CDU? Wenn ich an dieser Stelle vielleicht kurz persönlich sein darf. Mit meinem Namen, mit meiner Herkunft, mit meinem Glauben wäre ich die Erste, die davon betroffen wäre, wenn die AfD irgendwann Verantwortung in diesem Land haben sollte. Inklusive meiner ganzen Familie. Das heißt, ich nehme diese Gefahr sehr, sehr ernst. Ernsthaft? Ich kenne viele Menschen persönlich, die keine bio-deutschen Namen haben, wie eine Frau Serap Güler oder nicht eine bio-deutsche Herkunft oder einen bio-deutschen Glauben haben. Ich kenne aber niemanden, der Angst hat, deswegen abgeschoben zu werden, wie eben eine Frau Serap Güler. Ihr etwa? Aber gehen wir weiter, weil es gab ja auch diese Deportationspläne. Davon erzählt euch jetzt dieser grünen Abgeordnete. Eine Partei, die unsere Verfassung, die unser Grundgesetz angreift, die den Rechtsstaat angreift. Und ich erinnere nur an die Pläne zu deportieren, Deutsche, die keine Bio-Deutsche sind, an Migrationsgeschichte zu haben, abzuschieben. Mhm. Das ist Rassismus und das ist ein Angriff auf unser Grundgesetz. Herr Kellner, hätten Sie auch nur ein bisschen recherchiert, dann wüssten Sie, dass diese Deportationspläne eine Lüge waren. Das gibt jetzt selbst der Korrektivchef zu. Herrlich, oder? Da wurde der Faktenchecker persönlich der Lüge entlarvt. In diesem besten Deutschland aller Zeiten. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe mir diese Talkshow hart aber fair nicht angetan, weil ich genau wusste, wohin es führt. Und ich frage mich dann schon, warum wurde eigentlich nicht ein Mensch von der AfD persönlich eingeladen oder ein Mensch, der die Partei ergreift für diese AfD. Aber dann wiederum wüsste ich genau diese ganzen Argumente von diesem Pro-AfD-Verbot wären dann obsolet, weil die sind einfach komplett führend. Versteht ihr, was ich meine? Frau Moschner, wie sieht's eigentlich aus? Warum wollen die denn auswandern? Ihre sogenannten Freund-Sternchen-Innen. Das muss doch Gründe haben, oder? Liegt zwar nicht an der AfD oder an den bösen Nazis, sondern einfach nur, weil Deutschland eben überhaupt nicht mehr attraktiv ist. Sei es wegen der Arbeit, sei es wegen den Steuern, sei es wegen den ganzen Einzelfällen da draußen, wo die AfD definitiv auch nicht schuld ist. Die würden mich wirklich mal interessieren, wovor haben ihre Freund-Sternchen-Innen Angst? Weil aktuell ist es schon schlimm. Selbst ein Habeck hat jetzt gesagt, dass er vor der Rezession warnt in Deutschland. Also wie viel schlimmer kann es eigentlich noch werden mit der AfD? Frage für den Freund. Frau Moschner, würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ansonsten wie immer, kommt hier vorbei für alternative News. Haut rein!